Herzlich willkommen zurück zu Knights of the Old Republic mit Airesu. Ich bin Airesu und heute spielen wir erstmal wieder mit geschnittenem Seitenverhältnis. Man hat mir jetzt geschrieben, ist nicht schön, wenn ich es unbearbeitet lasse. Dann bearbeite ich es ab jetzt wieder. Und heute gehen wir zu Zaedra und Geddon Seek. Reden wir zu... Okay, nicht zuerst mit dem Boss. Beruhigt euch, Zaedra. Niemand wird so etwas versuchen. Nicht mitten in unserer Basis. Das wäre mehr als töricht. Ihr seid zu vertrauensselig, Geddon. Regik und die Vulka wollen euch tot sehen. Jeder Fremde stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Und es ist nun mal meine Aufgabe, für eure Sicherheit zu sorgen. Die ist paranoid. Wollt ihr etwa, dass wir Fremde einfach so ohne Vorwarnung angreifen wie die Vulka? So weit wird es niemals kommen. Was ist das denn für eine Gangsterbande? Und lasst sie vorbei. Wie ihr wünscht, Geddon. Also ist ja gar keine Gangsterbande, sondern eine Swoop-Bande. Versucht nicht, mich zu täuschen, sonst werdet ihr zu Staub zerblasen, bevor ihr Vulka-Spion sagen könnt. Gut, in der Zeit, in der ich Vulka-Spion sage, kann ich auch schon zweimal abdrücken und ich bin nicht sonderlich geübt, was sowas angeht. Ihr müsst Zaedra verzeihen. Seitdem Breschek und die Vulka mit ihrem Krieg gegen uns begonnen haben, ist sie ein wenig übereifrig, wenn es darum geht, mich zu schützen. Die Schwierigkeiten mit den Sith haben die Situation auch nicht gerade verbessert. Zaedra scheint zu vergessen, dass ich auf mich selbst aufpassen kann. Also, wie kann ich euch helfen? Mal gucken. Schwierigkeiten mit den Sith? Nein. Informationen über die Rettungskapseln. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass unser Grobian mal auf die Idee kommt, tatsächlich nach Bastila zu suchen. Ist ja die Primärmission. Die Rettungskapseln? Wisst ihr, dass die Sith in der Oberstadt ebenfalls danach fragen? Aber ihr seht mir nicht so aus, als ob ihr zu den Sith gehört. Sie könnten Spione sein, Geddon. Vielleicht arbeiten sie für die Sith. Beruhigt euch, Zaedra. Wenn die Sith der Ansicht wären, dass wir etwas Nützliches wissen, würde jetzt schon ein Sith-Sturmtrupp unsere Tür eintreten. Nein, ich denke, dieser Fremde hat seine eigenen Ziele. Ja, ich will Ruhm und Macht. Nee, beruhigen wollen wir nicht. Wisst ihr was darüber oder nicht? Ich schätze, ich kann euch ruhig sagen, was ich weiß. Es ist ja nicht so, dass es mir oder meiner Bande Schaden zufügen könnte. Aber vielleicht bekommen die Vulka Ärger. Und das stört mich wirklich nicht. Die Vulka haben die Rettungskapseln wenige Stunden, nachdem sie gelandet sind, geplündert. Leider waren wir nicht zuerst dort. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Vulka dort angeblich gefunden haben. Na, was ein denn nur? Ein republikanischer Offizier namens Bastila hat den Absturz überlebt. Oh, Schock. Die Abeg halten nichts von intergalaktischer Sklaverei, aber die Vulka sind nicht so wählerisch. Sie haben sie gefangen genommen. Ja, Frank, wir uns interessieren uns nicht so sehr für sie. Da sind wir nicht so aufgrund. Bastila ist eine Sklavin? Was geschieht jetzt mit ihr? Normalerweise würden die Vulka eine derartige Sklavin einfach an Davik oder einen Sklavenhändler von einer anderen Welt für einen hübschen Profit verkaufen. Doch ein republikanischer Offizier ist kein normaler Fall. Sie halten Bastila immer noch für einen Officer der Republik. Das könnte ein Vorteil sein. Vielleicht kann sie sich ja sogar aus eigener Kraft aus der Gewalt der Vulka befreien. Sie ist zu wertvoll, um sie bei dem restlichen Vulka-Abschaum in der Basis zu lassen. Breschek hat sie vermutlich irgendwo gut versteckt. Bis zu dem großen Swoop-Rennen. Ihr werdet sie niemals finden. Swoop-Rennen? Was hat das denn damit zu tun? Ich fürchte, eure Freundin ist zu einer Schachfigur in Breschecks großem Spiel, die Unterstadt zu übernehmen geworden. Er hat sie als Preisgeld der Vulka für das diesjährige Swoop-Rennen der Banden ausgesetzt. Indem er solch einen wertvollen Preis aussetzt, hofft Breschek die Unterstützung etlicher kleinerer Banden zu erlangen. Dadurch wird es ihm dann durch seine zahlenmäßige Überlegenheit endlich möglich sein, mich und meine Anhänger zu zerstören. Und wie sollen wir Bastila eurer Meinung nach retten? Wir können uns doch nicht mit allen Banden anlegen. Die einzige Hoffnung für euch Bastila zu retten besteht darin, dieses große Eröffnungsrennen der Swoop-Rennsaison zu gewinnen. Sie könnten auch einfach alle abschlachten. Na gut, ich habe noch nicht mal ein Swoop-Bike, so. Ich könnte euch da vielleicht helfen. Ihr uns ebenfalls helft. Wir haben beide etwas zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Ja, vielleicht helfe ich, wenn die Bezahlung stimmt. Es gibt hier nichts zu feilschen. Ohne meine Hilfe werdet ihr Bastila nie wiedersehen.
Ihr solltet euch zumindest anhören, was ich vorschlage. Wieso eigentlich Wiedersehen? Ich kenne die doch gar nicht. Banden aus der Unterstadt teilnehmen. Ich könnte euch als Fahrer für die geheimen Beg aufstellen. Wenn ihr das Rennen gewinnt, gewinnt ihr auch die Freiheit eurer Freundin. Doch zuerst müsst ihr etwas für mich tun. Meine Mechaniker haben einen Beschleuniger für ein Swoop-Triebwerk entwickelt. Ein Bike mit diesem Beschleuniger kann jedes andere Swoop-Bike schlagen. Aber die Vulka haben uns den Prototypen gestohlen. Sie wollen ihn natürlich benutzen, um sich ihren Sieg beim diesjährigen Swoop-Rennen zu sichern. Ihr müsst in ihre Basis eindringen und den Prototypen zurückgewinnen. Okay, das mit dem Prototypen verstehe ich ja, aber warum muss der Anführer einer Swoop-Bande tatsächlich einen Außenstehenden als Fahrer einsetzen? Hat er wirklich keinen einzigen, dem er zutraut, auf einem Swoop-Bike auf einem aufgemotzten zu gewinnen? Mein Wort ist meine Ehre. Jeder in der Unterstadt kennt meinen Ruf. Außerdem habt ihr auch nicht wirklich eine Wahl. Wenn ihr an dem Swoop-Rennen teilnehmen wollt, geht das nur mit meiner Hilfe. Na gut, wie soll ich denn in die Basis reinkommen? Es wird nicht leicht sein, in die Basis der Vulka hineinzukommen. Die Vordertore sind immer fest versperrt. Aber ich kenne eine Person, die euch vielleicht durch ein Hintertürchen hineinbringen kann. Sie heißt Mission Veo. Mission? Gavin, das könnt ihr nicht ernst meinen. Sie ist doch noch ein Kind. Wie könnte sie Ihnen bei dieser Sache helfen? Mission kennt jede Seitengasse und jeden Winkel. Wieder so ein dämlicher Synchronisationsfehler. Außerdem kennt sie die Abwasserkanäle in der Unterstadt besser als jede andere Person. Wenn es jemanden gibt, der euch in die Basis hineinbringen kann, dann sie. Gut, wo kann ich denn meine Mission finden? Sie und ihr Wookie-Freund Salbar sind stets auf der Suche nach ein wenig Aufregung und Action. Sie lieben es, die Slums zu erforschen, trotz der Gefahren, die dort lauern. Ihr solltet in den Slums nach ihr suchen. Doch ihr müsst an dem Sith-Wachposten beim Lift vorbeikommen. Ich könnte ihm auf den Kopf... Achso, nein, das hat nicht gut funktioniert. Ich erinnere mich, der hat die ganzen Kanonen da. Ja, ich könnte mich verkleiden. Eine einfache Verkleidung hätte vielleicht bei dem Wachposten in der Oberstadt etwas genutzt. Doch hier unten sind die Sicherheitsmaßnahmen viel strenger. Ihr benötigt die entsprechenden Papiere, um am Wachposten vorbeizukommen. Gut, wo komme ich her? Eine der Sith-Patrouillen, die auf dem Weg in die Unterstadt waren, ist meinen Jungs direkt in die Arme gelaufen. Sie kehrten nie zurück. Und ihre Ausweispapiere sind in meinen Händen. Und zufällig sahen die genau aus wie wir beide. Ich im Gegenzug für die Uniformen geben. Mit den Papieren braucht ihr die Uniformen nicht mehr als Verkleidung. Na doch, oben bräuchte man so theoretisch schon, weil der will ja nur Leute, die auf Patrouille sind, durchlassen und nichts ist im Allgemeinen. Die Verkleidung wird euch nicht helfen, in die Unterstadt zu kommen. Außerdem wird den Sith bald auffallen, dass ihnen etliche Uniformen fehlen. Wenn ihr dann noch an einem Wachposten vorbei wollt, braucht ihr diese Papiere. Wieso etliche? Wir haben doch nur eine. Gut, was wollt ihr denn damit? Ich bin gern vorbereitet. Früher oder später werden die Sith probieren, uns aus der Unterstadt zu verjagen. Wenn ein paar meiner Leute als Sith verkleidet sind, könnte ihnen das einen großen Vorteil in einem entscheidenden Kampf geben. Okay, gut, tauschen wir. Machen wir einen Tausch. Gute Entscheidung. Danke für die Uniformen. Ihr werdet sie ohnehin nicht mehr benötigen, jetzt, da ihr die Ausweispapiere habt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nee. Ich komme bald zurück. Ich schlage vor, dass ihr euch beeilt. Das Swoop-Rennen ist demnächst. Ihr solltet ja noch ein wenig Zeit haben, vor dem Rennen zu üben. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, ich musste nach links. Achso, ich möchte mal jetzt gucken, jetzt wo ich ja quasi ein eingeschworenes Mitglied der Beg bin. Vielleicht kann ich ja jetzt durch die Türen. Interessiert mich, was dahinter ist und... verdammt. Gut, dann eben später. Falls sich die Gelegenheit ergibt, schlachte ich hier ja sowieso alle ab, weil sie so frech waren und mir die Uniform geklaut haben. Gut, dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn lang? Zu den Slums, da wollen wir hin. Da wollen wir nicht hin. Ich hoffe, ich gehe jetzt
Nein, ich gehe natürlich genau falsch. So. Hier lang geht's. Laufen, 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 laufen. Habe ich eigentlich zu den Apartments und auch zu den Apartments. Ich weiß gar nicht, ob ich schon bei allen Apartments drin war. Moment mal. Das wäre eigentlich auch noch etwas, das ich dann durchgucken würde. Ach, guck mal einer an. Achso, nee, das Gespräch kennen wir schon, das hatte ich nur nicht gespeichert gehabt. Der lässt die Leichen einfach liegen. Okay, gehen wir hier nochmal schnell durch. Ja, mit dir wollen wir eh nicht reden. Du zählst uns nur wieder an. Eine Tür. Oh, Feind in Sicht. Ja, wo ist er denn? Ach, die machen doch nichts. Oh! Okay, übernehmen wir lieber den hier. Der hat ein Energieschild aktiviert. Und ob. Und schon erledigt. Kars wird die da hinten schon erlegen. Ich traue dem das voll und ganz zu. Ah, der kämpft ja gar nicht mehr. Warum hat er eigentlich noch geschossen dann? Und noch einer down. Da haben wir das. So, dann gucken wir mal. Vielleicht können wir uns hier quasi ranschleichen. Ah, tatsächlich. Ha! Ich muss die Minen nicht umgehen. Kars bewegt. Du verdammter Idiot, Kars! Hier, ihr da fangt. Gut, das war doof. Nee, dann greifen wir eben frontal an. Jetzt leveln wir mal schnell auf. So, Attribute. Packen wir ein bisschen was in Stärke. Fähigkeiten. Heilen. Talente. Da hatte ich den verstärkten starken Schlag. Ein sehr starker Angriff. Und... Moment. Angriff abbrechen. Wir wollen den hier haben. Und... Oh, der lebt noch. Jetzt will ich einen normalen Angriff. So, und... Zack. Und... Zack. Wunderbar. Also trotz Kars Fehltritt... So. Okay, damit haben wir unsere Granate wieder. Mal sehen, wo geht's hier lang? Aua. Gut, Kars, schieß ihm in den Rücken und ich erledige den hier. Der dir in den Rücken schießt. Gut, ich habe das Gefühl, das hätte er auch so hingekriegt. Aber so hatten wir eben Teamwork drin, das ist gut. Teamwork ist immer gut, ob es nun benötigt wird oder nicht. Na, eine Splittergranate ist nicht so teuer, die können wir noch entbehren. Gut, Kars, den anderen übernimmst du. Eine Gasmine. Oh, das kommt mir bekannt vor, hier war irgendwas Interessantes. Moment, warum habe ich jetzt... Warum war ich jetzt auf einmal Kars? Habe ich ihn aus Versehen angeklickt? So, ein elektronisches Gerät, das persönliche Nachrichten aufzeichnet. Es scheint längere Zeit nicht benutzt worden zu sein und enthält eine ungelesene Nachricht. So heißen wir, durchstöbern das E-Mail-Postfach von jemandem. Hey Elim, wie ist das Leben auf Taris? Ich habe gehört, dass dein Bruder jetzt auf Tatooine in den Minen arbeitet. Hat er dir wenigstens den Hyperraumantrieb dagelassen? Ich hoffe, du übst immer noch mit dem Blaster, den ich dir gegeben habe.
Denk an das, was ich dich gelehrt habe. Du wirst es brauchen. Taris ist nicht wie Alderaan. Halt dich von den Spookbanden fern und bewahre alles im Tresor auf. Das Ding kann niemand aufbrechen. Lass bald wieder von dir hören. Onkel Louis. Bereit. So, Kars, guck mal, da ist eine Mine. Du bist doch Mine-Experte. Tja, so entschärft man Minen. Kids, do this at home. Verdammt, unmöglich. Gut, dann... Aha, der Tresor ist solide gebaut, das Schloss ist ein Touchscreen mit passwortgeschütztem Zugang. Da es ein älteres Modell ist, weißt du nicht, wie du das System knacken kannst. Ohne die Passworte kommst du hier nicht weiter. Versuchen wir, das Passwort einzugeben. Dieser Tresor gehört Elam Matic. Zugang nur für autorisierte Benutzer. Bitte korrekte Passwortantworten eingeben, um Identität zu bestätigen. Wie ist der Name deines Haustiers? Hyperraumantrieb? Da stand irgendwas von einem Hyperraumantrieb. Moment kurz. Hatte die wenigstens den Hyperraumantrieb dagelassen? Ha! So ergibt das viel mehr Sinn. So. Und... Hyperraumantrieb. Wer hat dich gelehrt, einen Blaster abzufeuern? Mein Onkel! Woher stammt deine Familie? Alderaan. Bestätigt. Ich möchte betonen, das war eben Kars, der das eingegeben hat, nicht unser Charakter. Nicht Starko. Eine Blasterpistole, eine republikanische Rüstung und 100 Credits. So. Ich denke, es wird Zeit, dass du dich mal richtig anziehst. Hier, republikanische Rüstung. Das ist die Art von Rüstung, die man tragen möchte, wenn man runtergeht. Also an den Sis vorbeigeht. So, dann gehen wir mal weiter. Mir fällt gerade auf, ich könnte theoretisch einfach mal die Schilde hier ausrüsten. Uppala. Da kann ich die im Notfall benutzen. So. Ich glaube, die werden verbraucht. Bin mir nicht sicher. So, öffnen wir mal elegant. Und zack. Wir haben auch schon einen Dietrich. Na gut, ein Dietrich würde hier sowieso nicht funktionieren. Selven, der Name kommt mir bekannt vor. Aha, die Regierung hat ein Kopfgeld auf eine Frau namens Selven ausgesetzt. Tja, hallo. Sofort stehen oder ich schieße euch mitten zwischen die Augen. Was macht ihr hier? Ich bin nur hier, um das Kopfgeld abzuholen. Ihr seid dumm, wenn ihr denkt, ihr könntet euch das Kopfgeld holen, das auf mich ausgesetzt ist. Jetzt werdet ihr erfahren, warum ich der gefährlichste Assassin auf Taris bin. Weil es nicht so viele gibt, nehme ich mal stark an. Zack. Hey, hör auf, Cast zu hauen, sonst benutze ich diese Betäubungsgranate. Fang... Also jetzt hast du Kars kaputt gemacht. Nein! Oh. Verdammt. Wann wurde denn das letzte Mal automatisch gespeichert? Verdammt. Immer speichern vor solchen Ereignissen. Okay. Aber das kriegen wir ganz schnell wieder hin. Oh, da hinten stehen ja Leute rum. Bin ich hier richtig? Nein, Moment, ich bin in eine andere Richtung gegangen beim letzten Mal. Um die da hinten kümmere ich mich später. Es gibt später eine Machtfähigkeit, Sprinten. Die habe ich mir eigentlich immer geholt, weil mir das Laufen zu langsam war. Macht eigentlich gar nicht so viel aus, aber es kommt einem eben immer schön schnell vor. So. Jetzt muss ich nur mal sicher gehen, weil hier so viel Unbekanntes jetzt war. Ihr scheint an unserem Fortschritt großes Interesse zu haben. Braucht ihr etwas, kleiner Mann? Stimmt, das hatten wir noch nicht. Halt's Maul, Lugo! Das ist Kalo Nord, der berüchtigte Kopfgeldjäger. Auf eure grünen Köpfchen ist eine Prämie ausgesetzt. Und ich werde sie einstreichen. Wenn du deine Prämie willst, musst du uns wohl oder übel umlegen. Das ist der Plan.
Okay, waren andere Rodianer, die er beim letzten Mal getötet hat. Der tötet dauernd Rodianer. Gut, tschüss. So, jetzt speichern wir aber. So, das war schnell speichern. Und hier, fangt. Gut gefangen. Und einen starken Angriff. Diesmal wieder einen normalen. Oh, okay. Damit haben wir das. Dann klären wir die hier noch ganz schnell. Hallo. Der hier hat den Energieschild. Oh, das ist ja ein Boss. Aua. Ja, das war der Betäubungsstab jetzt. Kar schießt hier noch weiter auf den Energieschild die ganze Zeit, was natürlich nichts bringt, bis er durchbrochen ist. So, jetzt. Nein, das schaffen wir auch so. Angriff! Hoppala, mit dem hier könnte Kars Probleme haben. Dann gehen wir mal hin und sorgen dafür, dass er auch wirklich auf den schießt, bei dem er eine Chance hat. Okay, das hätte sich jetzt sowieso erledigt. Upsala. Was? Kars, bitte erledige den. Kars. Zielen. Danke sehr. So, und wenn ich jetzt in Reichweite... So. Kein Problem. So, wenn wir eh so wenig Leben haben, dann können wir es auch so hier machen. Und Kars macht die Kiste auf. Generell, so kann man wunderbar tanken. Man muss sich keine Sorgen drum machen, dass man zu viel Leben verlieren könnte, weil man hat ja keins mehr. Okay, das ist jetzt aber doof. Aua. So, damit hätten wir den erledigt. Jetzt fehlt noch der andere. Der ist dort. Und getroffen. Steh mal bitte auf. So, hier haben wir eine schöne Kiste. Aus dem Weg, Kars. Laufen, 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 laufen. Speichern, speichern. Tresor öffnen, Tresor öffnen. Macht mir überhaupt nichts aus. Das Passwort kenne ich doch. Wir hatten einen Onkel auf Kurs, auf Alderaan und ein Haus hier. So. Jetzt aber. Wo haben wir es? Republikanische Rüstung und... Weil er mich so freundlich anguckt. Oh, jetzt wollte ich ihm einen Kampfzugang andrehen und er hat schon einen. Tja, dann... Hat sich das wohl auch erledigt. So, dann machen wir noch die beiden schnell fertig. Oh Gott, ich glaube, das ist der Displow. Das war er wohl. Und damit haben wir wieder einen erledigt. Tja, denen geht's auch nicht so gut mit uns hier. Okay, ich beende das Video jetzt mal. In der nächsten Folge erledigen wir dann hier unser Kopfgate. Ich hoffe, bisher hat es gefallen und dass ihr wieder einschaltet. Ihr könnt auch gerne ein paar Kommentare da lassen, darauf hoffe ich auch so ein bisschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lebt wohl!